Herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ich heute mit euch darüber reden darf, ob es möglich ist, Videos in 5 Minuten zu erstellen. Dazu habe ich meinen Impuls in zwei Teile geteilt. Und zwar möchte ich mit euch, wenn es so geht, ja, mir im ersten Teil anschauen, warum Videos denn überhaupt so gut ankommen, weil ich immer wichtig finde, dass man da eine Motivation dahinter hat. Warum mache ich das eigentlich? Weil einfach Videos teilen. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann an, ob es überhaupt möglich ist, Videos auf Social Media in 5 Minuten zu kreieren. Und wenn es so ist, dann zeige ich euch drei Methoden zur Umsetzung, aber nur dann, also dementsprechend lang oder kurz wird der Impuls sein. Scherz. Gut. Also kurz zu mir, warum bin ich heute hier? Ich bin die Claudia Rummel. Ich habe im März die Contenterie gegründet und kümmere mich eben um Video-Content Creation für Instagram und YouTube. Das hat alles seinen Ursprung eigentlich genommen, indem ich 2009 bei der Maturanten-Millionen-Show war, dann nach Amerika gegangen bin, mir dort eine Schauspielausbildung geleistet habe und aber dann dort festgestellt habe, Schauspiel ist zwar schön und gut, aber eigentlich tut es mir da viel mehr an und habe mich dort einfach in das Medium Film, in die Möglichkeiten, die Videos bieten, verliebt. Ja, ich musste leider wieder zurück nach Österreich, ist eh schön, aber mein Ziel damals hat ein bisschen anders ausgeschaut. In den letzten Jahren habe ich dann aber diese Erfahrungen alle als Online-PR-Redakteurin, als parlamentarische Mitarbeiterin und zuletzt auch als Sportjournalistin und eben Social-Media-Managerin einsetzen dürfen. Und ich habe eben meine Unternehmen dieses Jahr im März gegründet und bin eigentlich mit der vollen Motivation gestartet zu sagen, ich mache es als Texterin, weil ich habe viel Texterfahrung. Und dann habe ich aber gesehen, ich möchte gerne auf Instagram Reichweite erreichen. Und darum habe ich mir im April eine Challenge gesetzt, und zwar die April Challenge, wo ich einfach jeden Tag im April ein Reel hochgeladen habe. Und da wollte ich euch ganz kurz ein Video vorspielen. Ich hoffe, es funktioniert. Was passiert, wenn man einen Monat lang jeden Tag ein Reel postet? Das sind meine 5 Learnings nach meiner April-Challenge. Erstelle deinen Contentplan nach deiner Maximalkapazität. Und nein, damit meine ich nicht 7 Tage die Woche 5-mal am Tag posten, sondern was schaffst du in einer Woche maximal? 3 Grid-Posts pro Woche? Cool. 2 Posts pro Woche, dafür aber einige Posts in der Story? Awesome. Wähle eine Strategie, die sich nicht nach deiner Anfangseuphorie richtet, sondern die du langfristig durchhältst. Es ist das größte Kompliment, wenn sich Leute bei dir bedanken, weil du ihnen mit deinen Reels helfen konntest. Spannenderweise sind immer die Reels, wo man sich am wenigsten Gedanken macht, die man nur husch husch irgendwie zusammenstückelt, die Reels, die dann am besten ankommen. Wahrscheinlich, weil es dann aus dem Herzen kommt und man nicht so viel im Kopf ist, ich habe keine Ahnung. Ist mir auf jeden Fall mehrmals passiert. 90 Sekunden oder 1,5 Minuten sind so wenig Zeit. Es ist so schwer, alles in diese kurze Zeit reinzupacken, was man weitergeben will. Man lernt also sehr schnell, sich von Material, das zwar gut ist, aber wenn es nicht 100% absolut überlebensnotwendig ist, zu trennen. It is what it is. Vorplanen macht das Leben um so viel einfacher. Also, habe ich zumindest gehört. Ist ja nicht so, dass ich 90% meiner Reels on the day off gedreht und geschnitten habe, wenn ich mir nicht überhaupt erst eine Stunde vorher überlegt habe, was ich mache. Upsi. Little bit stressful. Don't do it. Ja, und darum schauen wir uns jetzt an, warum Videos so gut ankommen. Nummer eins, 90% der Informationen, die unser Hirn verarbeitet, sind visuell. Also wenn wir einfach mal um unseren Tag denken, ist es natürlich, also natürlich bitte, wenn jemand eine Sehbeeinträchtigung hat oder eine Sehschwäche, dann ist es natürlich wahrscheinlich anders, weil natürlich die Sinne anders ausgeprägt sind. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle gesunde Augen haben, dann nehmen wir 90% der Informationen visuell wahr. Warum? Wenn wir unser Gegenüber anschauen, sehen wir kleine Ausdrucksweisen, Mini-Expressionen im Gesicht. Wir nehmen wahr, wie bewegt sich die Person. Jede Information auf Social Media, wir lesen mit den Augen. Alles ist visuell. Darum ist es auch so, dass wir eben visuelle Inhalte 60.000 Mal schneller als Text verarbeiten können. Eben, weil so viel auch unterbewusst passiert. Ich habe mal einen schönen Vergleich gehört, wenn wir sagen, 3 Zentimeter der Gedanken, die wir jeden Tag haben, sind bewusst, dann sind im Gegensatz dazu 23 Kilometer unserer Gedanken unbewusst. So viel passiert in unserem Hirn jede Sekunde, was ein Wahnsinn ist. Und wenn man das auf ein Video umlegt, dann könnte man ungefähr sagen, 1 Minute Video kann man mit 1,8 Millionen geschriebenen Worten vergleichen. Das hat der Forrester Research herausgefunden. Und wie ich schon erwähnt habe, das hat einfach viel damit zu tun, nicht nur die Information, die jetzt zum Beispiel in einem Video gesprochen wird, sondern vor allem eben auch,
die Körpersprache, den Klang der Stimme, die Botschaft, die übermittelt wird. Und das alles baut Vertrauen auf und das ist einfach viel schwerer mit geschriebenen Worten zu übermitteln. Und es ist auch so, dass wir uns Botschaften, die in einem Video übermittelt werden, viel besser merken als bei Texten. Genau, und wir sehen es ja auch, wenn wir jetzt mit Social Media zu tun haben. Wir nutzen alle Social Media und vor allem, wenn wir uns anschauen, wie die Nutzerzahlen 2023 aussehen auf Social Media mit in Österreich, dann sind natürlich die Medien, wo Videos genutzt werden, wo die meisten Nutzer einfach sind. YouTube zum Beispiel eben mit 7,37 Millionen NutzerInnen und auch TikTok mit schon 1,75 Millionen NutzerInnen. Und das ist eigentlich das jüngste Social Media Netzwerk, was jetzt bei uns in unseren Breitengraden sozusagen genutzt wird. Und es ist auch das, was am stärksten wächst. Ja, und auch im Marketingbereich sind Videos nicht mehr wegzudenken. 91% der befragten Unternehmen einer Umfrage nutzen eben jetzt 2023 Videos schon als Marketing-Tool, während 2016 noch 61% waren. Also es ist einfach wirklich das Medium aktuell. Und ich will jetzt nicht Text schlecht machen, überhaupt nicht. Es hat alles seine Berechtigung. Ich bin nur sehr begeistert vom Video. Gut. Es gibt aber trotzdem immer noch genug Menschen, die sagen, na, Videos brauche ich nicht. Und das sind die häufigsten Gründe, warum keine Videos genutzt werden. 30% fehlt einfach die Zeit. Verstehe ich voll. Geht mir genauso, wie ihr gehört habt. Ich habe auch manchmal auf dem letzten Drücker ein Video gemacht. 18% wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Das schauen wir uns dann an, wenn natürlich nur, wenn es möglich ist, Videos in 5 Minuten zu machen. Dann 10% müssen einen Entscheidungsträger überzeugen. 10% finden, Videos machen einfach zu teuer. Ja, das schauen wir uns aber auch an, ob das überhaupt heutzutage noch so sein muss. Und 8% glauben, dass sie Videos nicht brauchen. Glauben ist nicht Wissen, aber es darf jeder natürlich glauben, was er möchte. Und 5% verstehen einfach nicht, was es für einen Return of Interest von Videos bekommt. Gut. Ihr seid alle gekommen, weil ihr wissen wolltet, ist es jetzt möglich, Videos in 5 Minuten zu erstellen? Ich sag, ja, es ist eine Mission Possible. Und darum habe ich euch 3 Methoden mitgebracht, wie auch ihr ganz einfach Videos in 5 Minuten erstellen könnt, damit ihr jetzt nicht ewig sitzen müsst, alle Videoschnittprogramme ausprobieren müsst und euch etlich lange Ideen machen müsst. Und zwar habe ich die 3 Methoden No Shits Given, Simple and Easy und Smart as Hell genannt. Und die schauen wir uns jetzt an. No Shits Given. Also, ich scheiß mich nix auf schön österreichisch gesagt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich hier fluche, sonst muss man halt ein Bleep drüberlegen. Genau. Stellen wir uns vor, wir haben 5 Minuten Zeit. Wenn ich jetzt ein Reel für Instagram machen möchte, dann habe ich dafür 90 Sekunden Zeit. Wenn ich jetzt wirklich sage, es ist mir wurscht, wie das jetzt ausschaut, das muss jetzt nicht irgendwelche 1000 Effekte haben, sondern ich will einfach nur meine Botschaft übermitteln, dann mache ich 90 Sekunden lang mein Reel. Dann bleiben mir rein logisch noch 3 Minuten 30 über, um das notfalls zu bearbeiten, wobei ich es nicht wirklich bearbeiten werde, weil wenn ich nur die Botschaft rüberbringe, brauche ich jetzt keinen Filter drüberlegen, das nicht sonderlich schneiden, wenn ich sagt, dann ist das halt kurz drinnen, es sind ja nur 90 Sekunden und eine Caption lässt sich auch relativ leicht schreiben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sonderlich Vanity Fair-mäßig bin und nicht sonderlich auf Perfektion meinen Wert lege oder detailliert vorplane, ist das wirklich super easy, in 90 Sekunden ein Reel zu machen und ich sag's gleich, quick and dirty ist ein sehr beliebter Ausdruck in Sachen Videos machen. Es muss nicht perfekt sein. Es geht wirklich mehr um den Inhalt. Das schauen wir uns aber auch später noch ein bisschen an. Methode 2, um ein Reel in 5 Minuten zu erstellen oder ein Video in 5 Minuten zu erstellen, ist die Methode Simple and Easy. Und zwar ist es so, dass ich mir nicht stundenlang überlegen muss, jetzt, was ich für ein Reel mache, sondern ich filme mich einfach zwischendurch beim Arbeiten zum Beispiel, wenn ich am Computer sitze oder wenn einem Kundentermin, wenn für den Kunden das in Ordnung ist oder wenn ich bei einem Fotoshooting bin oder was auch immer meine Arbeit ist. Und dann nutze ich dieses Material und lege einen Text drüber. Zum Beispiel, wenn ich eine Botschaft überbringen will, ich will jetzt nicht in die Kamera sprechen, dann kann ich das natürlich auch mit Text machen. Sieht man auch sehr oft mittlerweile auf Instagram, wenn ihr schaut, Video, ein kurzer Teaser, vielleicht ein Hook und dann steht, lies mehr in der Caption. Ist zum Beispiel eine Variante, ist ein Video, was man wirklich sehr quick and easy erstellen kann.
Und Methode 3, Smart as Hell, das ist die Methode, die, hinter der ich sehr stehe und die ich einfach super finde. Und das ist, wenn man vorab Zeit investiert in Longform-Content und daraus dann Kurzvideos macht. Was ist Longform-Content? Longform-Content sind Blogbeiträge, Podcasts und YouTube-Videos. Und daraus kann man super Kurzvideos machen. Zum Beispiel, wenn ich einen Blogpost schreibe, kann ich da ja hunderte Zitate rausnehmen, natürlich je nach Länge. Und eben könnte ich das dann kombiniert mit der Simple und Easy Methode einfach über ein Video legen und dann so meine Botschaft überbringen. Wenn ich einen Podcast habe, sind natürlich auch viele Zitate drinnen. Wenn ich da zum Beispiel mir eine Videovorlage mache, wo dann in der Mitte, wenn ich einen Podcast eben habe, das Logo oder das Coverbild vom Podcast ist, dann muss ich eigentlich nur die Folgenbezeichnung ändern, kann das Zitat unterlegen und habe so ein Kurzvideo erstellt. Und natürlich beim YouTube-Video ist es ganz einfach, da schneide ich mir einfach die passenden Sequenzen heraus. Genau. Also, es ist auf jeden Fall möglich, dass man Videos in 5 Minuten erstellt. Gut. Jetzt schauen wir uns noch an. Jetzt haben wir sozusagen das Theoretische gemacht. Was brauche ich denn, um überhaupt ein Video zu erstellen? Also, welches Equipment ist notwendig? Für einen Videodreh brauche ich mal eine Kamera oder etwas, womit ich das bewegte Bild aufnehmen kann. Ein Mikrofon oder etwas, womit ich den Ton oder die Musik aufnehmen kann. Ein Stativ oder etwas, wo ich das Handy abstelle, das Handy halte, also eine Hand zum Beispiel. Licht, weil wenn ich es im Dunkeln aufnehme, kann ich gleich einen Podcast machen. Braucht aber jetzt nicht ein professionelles Licht sein, sondern es reicht das Tageslicht. Und ich brauche natürlich einen Plan, damit ich einfach nicht wild dahin filme, sondern dass ich einfach weiß, was mache ich. So spare ich natürlich auch Zeit, wenn ich mir vorab da schon ein bisschen Ideen gemacht habe. Und wir haben alle ein Wunderwuzi in der Hosentasche. Und das ist das Smartphone. Das hat einfach alles von dem schon drinnen. Ich kann sogar ein Licht drauf montieren. Ich kann mit einem Selfie-Stick von Weitem filmen. Ich kann mit unterschiedlichen Kameras filmen. Ich habe eine super Bildqualität mittlerweile. Das kann ich auch in den Einstellungen noch verbessern. Ich habe eine super Tonqualität. Es gibt genug Equipment, zum Beispiel Lavalier-Mikrofone oder auch Funkmikrofone, die ich schon am Handy anstecken kann, dass ich zum Beispiel auch so coole Walking-Videos machen kann, dass ich einfach immer klinge, als würde ich beim Handy stehen. Da gibt es eigentlich wirklich schon alles auf dem Markt. Gut, Equipment haben wir auch abgedeckt. Aber was ist denn jetzt eigentlich, ja, was sollte ich mich noch fragen, bevor ich jetzt in eine Videoproduktion reingehe? Zuallererst natürlich, was ist das Ziel meines Contents? Also, will ich damit Aufmerksamkeit generieren? Will ich lieber Vertrauen aufbauen? Oder will ich was mit meinem Video verkaufen? Das sind einfach 3 unterschiedliche Ansätze und je nachdem, was das Ziel meines Contents ist, sollte ich mein Video natürlich gestalten. Das äußert sich in, wie spreche ich meine Zielgruppe an, was für einen Content teile ich natürlich und ja, das ist sicher was, was man auch wieder, wenn man sich das vorab überlegt, dann kann man das auch einfacher umsetzen und ist wieder schneller in der Umsetzung. Natürlich sollte ich mir auch überlegen, wo will ich denn das Video überhaupt posten? Ist es ein vertikales Video? Will ich es auf Instagram posten? Dann habe ich also bei einem Reel 90 Sekunden Zeit. Will ich dieses Reel aber dann auch auf YouTube teilen, als YouTube Short, dann habe ich nur 60 Sekunden Zeit. Und auf TikTok ist es wieder 10 Minuten Zeit. Also wenn ich zum Beispiel ein Video mache und das auf mehreren Plattformen recyceln möchte, dann muss ich mir vorab Gedanken machen, okay, das 90 Sekunden Reel geht zwar auf TikTok, aber auf YouTube Short fällt dann vielleicht was Wichtiges weg. Sollte ich dann nicht gleich nur ein 60 Sekunden Video machen? Oder wenn ich sage, ich mache horizontale, also 16:9 Videos für YouTube und LinkedIn, gibt es natürlich auch eigene Regeln oder Gesetze. Also da habe ich zumindest keine zeitliche Einschränkung jetzt. Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch die Postproduktion. Also wenn ich jetzt ein Simple and Easy Video mache, das ich zum Beispiel direkt dann in Instagram hineinlade, dann brauche ich mir da vielleicht nicht so viele Gedanken machen. Aber wenn ich wirklich was bearbeiten will, dann sollte ich mir überlegen, Videoschnitt. Womit kann ich arbeiten? Zum Beispiel CapCut ist eine super App. Die gibt es sowohl als App auf dem Smartphone, aber auch für den Desktop. Ist kostenlos. iMovie bei Apple oder DaVinci Resolve für Windows. Oder wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, kann man sich zum Beispiel Final Cut oder Adobe Premiere kaufen. Oder, und als Abschluss noch, Musik. Bitte, bitte, bitte verwendet nicht einfach die Musik auf Instagram.
Es ist leider, die ist nicht lizenzfrei und es gibt zwar von Meta eine Sound Collection, aber da ist nicht so ganz sicher, ob man das verwenden kann oder nicht. Wenn ihr kostenlos Musik für eure Videos verwenden wollt, gibt es zum Beispiel auf Pixabay die Möglichkeit, Musik runterzuladen. Vielleicht kennt ihr Pixabay auch für Stockfotos. Oder wenn ihr wirklich viel mit Musik arbeiten wollt, dann ist die kostenpflichtige Variante vielleicht mit Epidemic Sound oder Artlist interessant. Ja, wenn ihr mehr zu Sachen Videos wissen wollt, dann findet ihr mich unter die Contentarie oder Claudia Rummel auf YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook. Und dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und ja, hoffe, ihr könnt euch etwas aus dem Vortrag mitnehmen.